Na komm, den kriegen wir. Nice, mutiger Fisch. Den können wir doch jetzt zu Dunner bringen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir doch das jetzt hier. Schwarzer Vulkan. Das war doch die Quest. Ich hab's geschafft. Ich hab geangelt. Ein QWE-Baum. Ein Crab-Baum. Ich nenne den jetzt QWE-Baum. Jo. Willkommen zurück zu einem neuen Part Saman Mara. Scheint hier voranzugehen. Wo ist die jetzt schon wieder? Am Feld. Sprechen wir. Kind, das ist das zweite Mal, dass du zurückgekommen bist, nachdem ich dir das untersagt habe. Donner, hör mir zu. Mara ist in Gefahr. Sie tun Mara weh. Es ist deine Pflicht zu helfen. Schau, dieser Fisch. Die Elites sind schuld, dass er krank ist. Das ist es, was sie dir im Ozean antun. Bitte, Donner. Ich bringe Unglück. Die Winde Maras sind mir nicht wohlgesinnt. Ich weiß nicht, warum du das sagst. Als deine Großmutter die Marine verließ, änderte sich alles. Ich war sehr engagiert. Ich wollte weiter jedem helfen. Ich habe einen Fehler gemacht und es kam zu einem Unfall. Ein Fehler führte dazu, dass ein ganzes Schiff explodierte. Oh, das tut mir leid. Aber man darf niemals vor seinen Fehlern davonlaufen. Man muss sie akzeptieren und weitermachen. Das hat Yaya Haku mir beigebracht. Was bringt es dir, dich hier zu verstecken? Ohne Kontakt zu anderen Leuten. Was hast du zu verlieren? Nichts. Du hast ganz Mara zu verlieren. Wir werden alle verlieren und alles verlieren, wenn wir uns nicht einmischen. Kind, du bist wirklich unmöglich zu ertragen, sagt der Richtige. Du bist eine sture Matrosin. Ich werde dir helfen. Na endlich. Ich bin Schiffsingenieurin. Mit meiner Hilfe wirst du mit deinem Boot länger segeln können als jedes andere Boot. Sie werden dein Boot so umbauen, dass es die Energie des Mana effizienter nutzt. Du wirst so schnell sein wie die Winde Maras. Dann bin ich endlich eine echte Matrosin. Weißt was, Kor? Ich habe etwas vergessen. Was denn? Immer wenn ich frustriert und wütend war, kam deine Großmutter zu mir, zu meiner Kajüte und klopfte so lange an meine Tür, bis ich sie öffnete. Dann schaute sie mir in die Augen und lächelte. Das tat sie jedes Mal, wenn sie wusste, dass ich kurz davor war aufzugeben. Jedes Mal, wenn ich einen Fehler gemacht hatte. Haku wurde nie wütend mit mir. Sie hat mich jedes Mal wieder überzeugt, es noch einmal zu versuchen. Es ist so lange her, dass jemand an meine Tür geklopft hat, dass ich das alles komplett vergessen hatte. Hier, nimm meine Blaupause mit nach Kinis, damit sie doch dein Boot aufbessern können. Ich kümmere mich darum. Okay, da können wir unser Boot mal endlich vergrößern. Kommen wir mal voran. Bring du das Blaupause zu Kaleb, damit er dein Boot aufbessert. Da muss sowas von. Schade, hier können wir nichts abernten. Ich hätte hier ein bisschen noch geklaut. So, vergrößern wir also unser Boot. Na dann, zurück nach Queenies. Sehr gut rückwärts eingeparkt. Ach ja, das Geschwimme hier. Müssen auch mal wieder was essen. Ich hoffe, ich habe wieder mal was mit dabei. Sonst müssen wir mal was kaufen. 3 Orangen habe ich dabei. Okay, das muss erstmal reichen. Achso, hier mit dem Kollegen müssen wir reden. Hey, Koa, hast du mal wieder Arbeit für mich? Ja, ich will mein Boot weiter aufbessern. Mal sehen, ein sehr guter Entwurf. Ich brauche etwas Zeit, um die Details zu studieren. Ich benötige einige Materialien. Kein Problem, ich rede in der Zwischenzeit mit Nomo. Hat jemand meinen Namen gerufen? Weißt du etwas über die Elites? Ah, das hochnäsige Volk mit den lilafarbenen Haut. Einer von ihnen. Lilafarbenen Haut?
sind doch eher blau. Einer von ihnen ist ja vor ein paar Jahren vorbeigekommen. Ein ziemlich großer, starker Typ mit langen Haaren. Er hatte einen wirklich schrecklich schicken Mantel. Da, ich erinnere mich genau. Ein prachtvoller Mantel. Er hatte ein jüngeres Mädchen bei sich. Sie fingen an, Fragen zu stellen über die Quelle, das Meer und solche Dinge. Die beiden waren wirklich merkwürdig, aber sehr höflich. Ich bin sicher, dass Edgar noch mehr über sie weiß. Edgar, der Bankier, ach du Schande. Na, das lassen wir dann mal lieber. Dieser Mann ist immer dabei, wenn etwas auszuhacken. Verstehe, ich werde ihn fragen, während ich warte. Ich habe eine Idee, bring ihm ein Orangeneis. Ein Eis macht jeden freundlich. Okay, Chef der Marine. Und ein Orangeneis am Stiel. Habe ich schon eins, wie es aussieht. Bring Edgar ein Orangeneis, damit er sich die Informationen über die Elites gibt. Und du? Hält dich bitte. Aber du brauchst doch Sachen zum Schiff bauen. Naja, muss ich wohl erstmal mit Edgar reden. Die Materialien musst du dann später besorgen. So schaut's aus. Reden wir nochmal mit dem alten Halsabschneider. Mal schauen, was der uns berichten kann. Der alte Grießkram und Halsabschneider. Hallöchen. Hallo Edgar. Möchtest du ein Eis am Stiel? Ich mag kein Eis, danke. Ich mag überhaupt keine Süßigkeiten. Was willst du? Weißt du etwas über die Elites? Du bist unhöflich, Kind. Wenn du Informationen von jemandem erhalten willst, musst du ihm ein Geschenk mitbringen. Ich hab dir doch ein Eis mitgebracht. Ein richtiges Geschenk. Und wehe, du bekleckerst damit den Boden. Edgar, kannst du mir bitte sagen, was du über die Elites weißt? Bitte und danke. Oh, sie sind sehr ernsthafte Leute. Sehr respektvoll. Ihr wirken auf dieser Insel und überall in Mara ist zweifelsohne als durchweg positiv anzusehen. Wir müssen unseren Kapitalland diversifizieren. Und es gibt niemanden, der dabei besser helfen kann als sie. Sie sind wirklich gute Geschäftsleute. Insgesamt gibt es auf dieser Insel nur 4 Häuser. Und alle sind in schlechtem Zustand. Jetzt habe ich mir gedacht, dass der mit denen ganz gut zurechtkommt. Mit den Kapitalisten, Aliens. Ich sage, wir sollten sie einladen, hierher zu kommen und alles zu renovieren. Das würde mehr Touristen anlocken und dadurch mehr Geld. Okay, sehr gut. Ich danke dir sehr. Hüst, hüst. Neue Quest, bringt Caleb die Materialien, die er benötigt, um das Boot aufzubessern. Ein ultimativer Tank. Ultimativer Tank des Todes. 2 Ruder haben wir schon. Münzen. 2200. Das ist schon ein bisschen preisintensiv, würde ich sagen, oder? Können wir ihm Geld abheben? Damals habe ich mit meinem Vater in Bank geholfen. Ein bisschen Arbeit bringt hier schon nicht um. Okay, da müssen wir unser ganz hart und gut verkaufen. Mal wieder. Bestimmt kommen wir dann irgendwie auf die 2200. Das ist schon heftig. Vielleicht können wir bei uns sowas verkaufen. Schlafsäcke, davon brauche ich doch nicht so viele. Achso, ja, ich habe... Hier können wir Schlafsäcke verkaufen. Na ja, gut. Das ist viel Geld, 2200. Okay, 200 habe ich zusammen. Ne, die Ruder brauche ich selbst. Einmal kann ich loswerden, Kohle. Okay, was habe ich hier noch? Das Zelt können wir verkaufen. Das bringt es irgendwie nicht. Ich kann auch eine bestimmte Menge an Zeugs verkaufen, wie es ausschaut. So. Verkaufen wir mal unser ganzes Inventar.
Mal schauen, was wir da rauskriegen. Den Kraus brauchen wir jetzt wirklich nicht. Hm? 88. So. Dünger behält dich noch, wenn es geht. Hier rüben haben wir einige. Da können wir was raushauen. Olivenöl. Ein Schlafsack behalte ich noch. Okay, immerhin 400 haben wir schon. Kakao, den wollten wir noch anpflanzen. Den Naden können wir verkaufen. Holz und Stein. Eine zurück. Gut. Da mach schon mal 500. Gut, ich schau mal, was ich noch bei den anderen verkaufen kann. Ja, nur das, was ich hier habe, was dabei habe. So ein bisschen Kartoffeln anpflanzen und rote Beete und die mal verkaufen. Billige Schnur. Ich habe nichts mehr sonderlich Teures. Da müssen wir wohl ein bisschen... Müssen wir im Wasser wieder was suchen, müssen wir mal... So ein bisschen Treibgut verkaufen, Holz und so weiter. Gut. Ja, es sieht schlecht aus. Ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen durchs Meer schwimmen und so ein bisschen Holz und so. Das kann man ja verkaufen, wenn man 99 Holz und so weiter verkauft, dann kriegt man das ja auch hin irgendwie. Na dann. Ich glaube, das muss ich euch jetzt auch nicht mehr in den Part mit reinpacken. Dann, ja. Mach ich das mal auf Screen und wir sehen uns dann wieder. Und wenn ich genug Geld gesammelt habe. Das Geld muss ich jetzt auf Screen machen. Das ganze Müll aus dem Meer fischen. Das ist jetzt nicht unbedingt zeigenswert. Na dann. Bis gleich, würde ich sagen. Ich bin hier ein bisschen Holz und Stein sammeln. Schlafsäcke. Das ist, was man so gut verkaufen kann. Holz und Stein, das ist, wenn man da das ganze Inventar voll hat, dann lässt sich das einigermaßen verkaufen. Kommt man da irgendwie halbwegs an Geld. Es wird ein bisschen dauern, bis ich 2200 voll habe, aber ja, das kriegen wir auch schon hin. Bis gleich. So. Mein Inventar ist natürlich alle. Alles verkauft. Naja, nicht alles. Gut. Eine Marineuniform, die sollten wir mal anziehen. Das wäre nicht verkehrt. Ein Schaf haben wir noch auf dem Boot. Piratenuniform. Marineuniform. Die Piratenuniform sieht besser aus. Nimm die Piratenuniform. So, und wir haben Geld. Wir haben Geld, Geld, Geld. Beeil dich bitte. So, ich guck mal gerade im Questlog. Hier 2400 haben wir. Jetzt brauchen wir noch den Tank. Wo kriegen wir den Tank her? Auf Kredis, das ist klar. Vielleicht bei Blue. Ich könnte mir vorstellen, dass Blue den verkauft. Da müssen wir auch wieder ein bisschen was hinblättern. Jetzt mal gucken, ob wir noch genügend Geld für den Tank haben. 2400 haben wir jetzt. Ich habe eine ganze Ewigkeit, also wirklich eine ganze Weile auf dem Meer verbracht. Das war jetzt bestimmt eine gute Stunde wird das schon gewesen sein. Ich war noch auf der Silberinsel und auf der Kupferinsel, hab so noch ein bisschen die Silberinsel ausgebeutet und geguckt, wo ich Kupfer herkriege und das Kupfer verkauft. Ja.
Gegenstände sammeln und die verkaufen. Es dauert ein bisschen, aber wenn man sich Zeit lässt und das hinkriegt, ja. Ah. Naturgäste werden bei den Aufgaben wegweisen, vertraue ihnen. Ein ultimativen Trank, ach du Schande. Ein ultimativen Trank für 1000. Da müssen wir nochmal aufs Hohe Meer. Aufs Meer und da ein bisschen was. Ich nehme einen. Jetzt haben wir wieder zu wenig Geld fürs 1400. Das habe ich fast befürchtet. Na gut, den Tank haben wir jetzt, den brauchten wir. Da müssen auch ein bisschen sammeln gehen. 1400. Na gut, das kriegen wir hin. Sind wir ja schon fast 1400. Einmal noch. Eine Runde noch. Ich glaube, bisher hatte ich drei Runden. Drei Runden reichen. Dreimal das Gewässer und dreimal die Eiseninsel ausbeuten und so weiter. Das geht. Kriegt man hin. Ich mache noch eine Runde und dann sehen wir uns. Dann haben wir das Geld zusammen. Ich schaue gerade noch mal, ob ich was verkaufen kann aus meinem Inventar, aber das ist eigentlich ziemlich alle. So, handeln. Was haben wir hier noch, was wir verkaufen können? Zwei Ruder brauchen wir auf jeden Fall. Sollte man nicht verkaufen. Taucherbrille könnte man noch gebrauchen. Ein bisschen Harz. Holz. Also wenn man Holz und Stein sammelt, da hilft sich schon. Kannst du schon 200 dafür rausbekommen. Fürs Holz. Das ist schon was wert. Mach schnell mal 1600. Vielleicht sind wir bei der 2000, dann brauchen wir noch 200. Und das gleich geschafft. Mal kurz raus aufs Meer und dann. Ja, easy peasy. Auf die Eiseninsel und so weiter kommen wir wahrscheinlich nicht mehr drauf. Die habe ich ausgebeutet. Die ist jetzt erst, wenn ich das Spiel neu starte, verfügbar. Reicht bestimmt, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen Treibgut verkaufe. Das kriegen wir hin. Keine Ursache. Das machen wir. Können wir unterwegs noch ein bisschen auf der Eiseninsel. Hier gibt es übrigens relativ wenig Eisen. Dafür, dass das die Eiseninsel ist, lohnt sich hier eigentlich gar nicht drauf zu gehen. Gibt es kaum was. Gut, hier ein bisschen. Zum Glück gibt es Kupfer auch ein bisschen. Ab und zu gibt es mal was Gutes. Ich habe auch ab und zu schon mal ein Zelt gekriegt hier. Das ganze Zelt kostet 65. Das also kannst du schon ab und zu mal was Gutes kriegen. Na dann, würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich die 2200 zusammen habe. Der Tank hat mich jetzt einiges gekostet. Na dann. Bis gleich. Yay! Das müsste es doch sein, oder? Zählt das Geld zusammen. Questlock. Sieht gut aus. Münzen oder ultimativer Tank. Jetzt können wir das Boot machen. Sehr gut. Sprechen. Ich bin zurück. Angriff freigeschaltet. End not sparking. Okay, wir haben unser Boot erweitert. Ich bin zurück. Wie lief es mit dem Bankier? Solana. Solala, solala. Ich habe es dir doch gesagt. Wie geht es mit dem Boot voran? Hast du die Materialien dabei? Ja, bitte sehr. Einen Moment, das gehört hierhin, muss dort installiert werden. Das war's. Großartig. Gut. Vielen Dank. Gern geschehen. Bis bald. Wiedersehen. ja. Kehre zu Dunna zurück und höre dir an, was sie zu den Elites zu sagen hat. Na, unbedingt. Okay, das sieht ja. Ist immer noch genauso groß wie vorher. Das Boot. Es hat bloß jetzt 6 Ruder. Und fährt schneller. Und war nochmal gleich die Insel im Süden. Ah, und jetzt können wir alle neuen Inseln bereisen. Sehr toll. Das werden wir die nächsten Parts wohl tun. Die ausgegrauten Inseln noch besuchen. Die Fragezeichen-Inseln.
da mal entdecken, was sich da so noch passiert. Erstmal nach Süden, erstmal Donner benachrichtigen und uns die Story von den Elites anhören. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht mit unserem neuen großen Boot. Kommen wir ja jetzt hier weiter. Sehr gut. Wir haben kein Geld mehr, jetzt können wir uns nicht mehr. Jetzt können wir uns nicht mehr das. Doch, können wir uns eigentlich jetzt leisten. Jetzt können wir uns das leisten. Jetzt können wir eigentlich sagen. Jetzt habe ich mir eigentlich bei, während wir gespart haben, habe ich jetzt versucht, hier die Schnellreise zu verhindern. Aber egal, jetzt können wir es eigentlich wieder. Jetzt haben wir das Boot, ja. Sind wir wieder pleite. Das war schon ein bisschen. Ist ein bisschen Aufwand. Man kann es hinkriegen. Anderthalb Stunden auf dem Meer rum und die Fässer zerstören. Kriegt man hin. Braucht ein bisschen Ausdauer. Das ein oder andere Mal den Tank auftanken. Schafft man. So. Ist da drüben. Na toll, aber ganz anders. Ganz woanders angelegt. Am falschen Ende der Insel. Muss halt irgendwie sein ganzes. Man muss halt sein ganzes Inventar verkaufen, sein ganzes Hab und Gut, damit man das Boot endlich mal finanzieren kann. Wie im echten Leben. man muss halt die Finanzierung und so. Ja, let's go. Sprechen wir mal mit ihr. Ich habe ein neues Boot. Es ist wirklich sehr schnell. Donner, auf einer meiner Reisen habe ich eine riesige Anlage entdeckt, die den Elites gehört. Eine Bohrinsel? Wie funktioniert so etwas? Damit wird ein Loch in den Meeresboden gebohrt, um tief in ihn einzudringen. Es klingt furchtbar. Das ist es wohl. Ich weiß allerdings nicht, was die Elites im Meeresboden suchen. Vielleicht die Unterwasserquellen des Marder? Jetzt weiß ich, jetzt wo ich darüber nachdenke, meine Erzbeben sind suchen, haben ungewöhnliche Erschütterungen festgestellt. Vielleicht haben sie ganz in der Nähe eine neue Station aufgebaut. Könntest du vielleicht einmal umschauen? Natürlich. Aber sei vorsichtig. Geh keine Risiken ein. Sobald du das Gefühl hast, dass es gefährlich wird, komm hierher zurück. Zu viel. Finde heraus, was die Erdbebenwarnung in Donners Stützpunkt verursacht hat. Okay, ja, jetzt können wir ja auch westlich und östlich von Donners Insel schauen. Das können wir ja jetzt auf der Map, können wir ja jetzt hier gucken und hier gucken. Das sind wir mal hier. Gucken, ob hier was gibt in der Nähe vom. Wahrscheinlich ist die verdorrte Insel. Hier ist die verlassene Station. Da werden sie hier wahrscheinlich irgendwo in der Nähe vom Quäbaum irgendwas noch. Mal schauen. Ich werde gleich wieder ohnmächtig. Da hinten steht unser Kutter. Warum haben wir den so weit weggeparkt? Das ist doch hier. Und sprinten kann ich jetzt gerade nicht mehr. Das ist doch blöde. Dumm gelaufen. Schnell schwimmen kann ich aber. Okay. Nee, kann ich auch nicht. So. Ich komme mal so irgendwie an unseren Kutter. Mit Schwimmen. Von den Inseln aus. Also ich versuch's mal. Ist eine Entfernung, aber das dürfte man hinkriegen. So weit draußen ist der Kutter nicht. So, und dann wird man nach Osten, oder? Nach Osten. Da ist es am vielversprechendsten. Wir brechen mal nach Osten auf und erkunden weiter die Map von Mara. Aber ich mache an dieser Stelle erstmal eine kleine Aufnahmepause. Da mich noch umsonst gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir dann die Welt von Mara erkunden.
Ja. Bis dann und ciao.